Es waren 20. Nein. 100. Nein, Tausende waren da, die man zitternd in dunkle Waggons steigen sah. Eine magere Hand streckte sich in die Nacht. Menschen waren sie, hatten sie gedacht. Nun war keiner mehr Mensch, nur noch eine Nummer. Und kaum einer davon sollte noch einen Sommer erleben. Wer von hier abgeholt war, von dem blieb nichts als ein Schatten da. Ihre ständige Flucht, um nur noch eine Woche, einen Tag, eine Stunde zu leben, zu hoffen. Wie lang dreht sich das Rad noch, stoppt und fährt wieder an. Hoffnung, Verzweiflung, wieder Hoffnung und dann. Ihre Namen waren Samuel, Ruth und Levin. Mancher betete viel, mancher betete nie. Es mag einen Gott oder keinen Gott geben, es ging ihnen schlicht ums Überleben. Doch am Ziel ihrer Reise kamen sie niemals an. Und kann der glücklich sein, dem die Rückkehr gelang? Vergessen, unmöglich, erstaunen vielleicht, wie sie einfach weiter schreitet die Zeit. Und Nacht waren sie nun aufs Schärfste bewacht. Der Mond schwieg dazu, wie auch sonst keiner sprach. Ihr Blick ging nach draußen, ohne Ton war ihr Schrei. Keiner hört sie von draußen, sah man vorbei. Heute sagt man mir manchmal, ich soll nicht mehr singen von so schrecklichen Zeiten, vergangenen Dingen. Das sei doch schon so lange her, ich soll lieber was Schöneres singen, vielleicht Liebeslieder. Doch wer will es wagen, dies Lied abzudrehen von uns, die wir Sommer um Sommer gesehen. Die Sonne scheint wieder, die Schatten sind da, von jedem, der keinen Sommer mehr sah. Liebe Schülerinnen und Schüler, dass ich mich heute mit dieser Videobotschaft an euch wende, ist auch Ausdruck der besonderen Herausforderung, vor der wir alle seit Monaten stehen. Die Corona-Pandemie hat vieles verändert, was uns selbstverständlich erschien. Schule, Freizeit, Freunde treffen oder ganz alltägliche Dinge wie einkaufen gehen. Und wenn wir alle ehrlich sind, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie sich alles entwickeln wird. Vielleicht liegen noch anstrengende Wochen und Monate vor uns, aber am Ende werden wir uns Stück für Stück unsere Lebensqualität und Freiheit zurückholen und aus der Pandemie viel gelernt haben. Wenn wir gemeinsam Rücksicht nehmen und aufeinander achten, werden wir dieses Ziel schneller erreichen. Und es ist gut und wichtig, auch wenn wir heute nicht persönlich zusammenkommen können, dass wir dennoch Erinnerung und Gedenken, wie heute für die Opfer des Nationalsozialismus, aufrechterhalten, damit die unglaublichen Gräueltaten nicht vergessen werden und sich nicht wiederholen. Wer sich mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt, steht oft sprachlos vor der Brutalität und Unmenschlichkeit, mit der Menschen verfolgt, versklavt und ermordet wurden, aufgrund ihrer Religion, ihrer Herkunft, einer Behinderung, ihrer sexuellen Orientierung oder weil sie einer der genannten Personengruppen geholfen haben und versucht haben, diese zu schützen. Wir müssen gerade jetzt eine klare Haltung gegen Vorurteile, Hass und Gewalt zeigen. Wir alle spüren, wie vorwiegend in den sozialen Medien mit falschen Informationen und Verschwörungstheorien versucht wird, Ängste zu schüren. Wenn Menschen angegriffen werden, weil sie eine Kippa tragen, oder in der Schule jemand gemobbt wird, weil er aus einem anderen Land kommt, gerade dann müssen wir hinsehen, uns zusammentun und denen widersprechen, die Gewalt ausüben. Erinnerung ist oftmals schmerzhaft und anstrengend.
Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es von Generation zu Generation notwendig ist. Dabei geht es nicht um eine auf die nächste Generation zu übertragene Schuld, sondern um Verantwortung. Verantwortung, dass sich Verbrechen wie diese niemals wiederholen. Heute ist meine Bitte an euch: Lasst euch nicht von Ängsten oder Vorurteilen anderer leiten. Behaltet euch eure Offenheit anderen gegenüber bei. Behaltet euch bei, hinzusehen, mitzumachen, andere Meinung zu hinterfragen und wenn nötig auch zu widersprechen. Lasst uns gemeinsam denen gedenken, die durch Diktatur und Gewalt ihr Leben verloren haben. Lasst uns gemeinsam Verantwortung tragen, dass sich dies nie wiederholt. In diesem Sinne wünsche ich uns gemeinsam Kraft und vor allem Gesundheit für die Herausforderung, die vor uns liegt und die wir gemeinsam meistern werden. Ich bitte euch nun um eine Schweigeminute im Gedenken für die Opfer des Nationalsozialismus. Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main. Ich such meinen Herrn, wo mag der nur sein? Er trug einen Stern und war alt und blind. Er hielt mich gut, als wär ich sein Kind. Seinen Reisekameraden hat er mich oft genannt. Ich spüre noch seine behutsame Hand. Ich bin aus echtem Vulkanfieber, man kann's noch lesen, und bin früher blank und sauber gewesen. Begleitet, Jahr aus, Jahr ein. Auch diesmal ging ich mit ihm, jetzt ist er allein. Er war alt und blind. Wohin ist er gekommen und weshalb hat man mich ihm fortgenommen? Warum bin ich denn auf dem Kasernenhof geblieben? Sein Name steht doch auf meinem Kleid geschrieben. Jetzt bin ich schmutzig. Mein Schloss hält nicht mehr, man hat mich geplündert, ich bin fast leer. Ein Tuch ist noch da, als ein Becher dabei, und seine kleine Blindentafel aus Blei, sonst ist alles fort. Die Arzneien, das Brot. Er sucht mich gewiss, vielleicht leidet er Not. Musik.
Es muss recht schwer sein für einen Blinden, mich in dem Stapel von Koffern zu finden. Ich kann es auch nur schwer verstehen, weshalb wir hier nutzlos zugrunde gehen. Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main. Ich möchte zu meinem Herrn, er ist so allein.